Heute, meine Lieben, wird das vierte Tierkreiszeichen im astrologischen Horoskop, der Krebs, durchleuchtet. Der Krebs ist gefühlvoll und lebt im Rhythmus des Mondes und ist täglich in einer anderen emotionalen Verfassung. So ist er das eine Mal ausgelassen und an einem anderen Tag in sich gekehrt und verschlossen, fast pessimistisch. Er neigt dazu, launisch zu sein und benötigt bei seinen Kontakten auf jeden Fall feinfühlige Menschen, die sich schnell auf ihn einstellen können. Er ist als verständnisvoll einzuschätzen, braucht aber loyale Menschen, die schnell greifbar sind. Wenn das nicht der Fall ist, wird es mit kindlichem Schmollen bestraft. Der Krebs neigt aber auch dazu, andere zu bevormunden, weil er es einfach gut mit ihnen meint. Doch wehe, man hört nicht auf seine Ratschläge. Der Krebs ist vorsichtig und freundlich. Harte Schale, weicher Kern. Diese Bezeichnung trifft am besten auf ihn zu. Menschlichkeit spielt für ihn eine große Rolle, was ihm große Sympathie einbringt. Der Mond im Zeichen des Krebses symbolisiert die Kindlichkeit, aber auch die Mütterlichkeit. Der Krebs reagiert empfindlich und zieht sich wie ein Kind bei Problemen zurück. Wenn jedoch andere Menschen Hilfe brauchen, ist er schnell zur Stelle und hat ein offenes Ohr. Doch sein Pessimismus kann auch gefährlich sein, weil er nicht glaubt, dass alles immer glatt geht. Er will die Menschen, die ihm am Herzen liegen, vor Gefahren behüten. Er will sie beschützen. Dabei bemerkt er gar nicht, dass er klammert und einengt. Der Krebs lebt seine Wirklichkeit nach innen und außen. Er ist harmoniebedürftig, freundlich, aber konsequent. Aggressiven Menschen und heiklen Situationen geht er aus dem Weg. So, das ist der Charakter dieses feinfühligen Tierkreiszeichens. Und das nächste Tierkreiszeichen ist der Löwe. Bis dahin, herzlichst, eure Deria.